Einen wunderschönen guten Abend bei der 16. VSON-Lesung. Ich bin Lena Falkenhagen, ich bin die Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, bin selbst Autorin für Romane, Hörbücher und Computerspiele und engagiere mich für AutorInnenrechte. Dieses Video ist eine digitale Lesereihe bzw. Teil einer digitalen Lesereihe des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Wir möchten damit den ausgefallenen Titeln der Corona-Jahre und jener, die eben nur eine kurze Sichtbarkeit hatten, dadurch zur Sichtbarkeit verhelfen und nebenbei auch AutorInnen für die finanziellen Ausfälle kompensieren, die sie dadurch erlitten haben. Wir werden gefördert vom Neustart-Kulturprogramm der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds sowie vom Kulturwerk. Und bis Ende Juni finden hier auf diesem Twitch-Kanal wöchentlich je eine Lesung mit anschließender Diskussion zu einem Thema statt. Wir hören also heute, kurz zur strukturellen Verortung, nacheinander die Lesungen von drei SchriftstellerInnen mit einigen kurzen Fragen zwischendrin. Danach schließt sich die Diskussion an, das wird üblicherweise kurz nach neun sein, die sich um das Thema Selbstentfremdung dreht. Wir sprechen also darüber, wie man sich seiner selbst entfremdet, wie man sich von der Welt oder der Gesellschaft entfremdet oder ob sie einen umgekehrt entfremdet und was das mit uns macht und wie sich das in Literatur gut darstellen lässt. Das heißt, es wird wieder ein bisschen handwerklich, ein bisschen unterhaltsam hoffentlich und ganz literarisch. Deshalb möchte ich in diesem Sinne meine Gäste heute Abend hier im Kanal begrüßen. Dabei handelt es sich um den Autor Joshua Klausnitzer, die Autorin Katharina Glück und die Schriftstellerin Katrin Striffler-Groß. Willkommen! Bitte aktiviert eure Kameras und euer Audio. Sehr schön, Katharina und Joshua sind schon da. Katrin kommt auch. Herzlich willkommen nochmal an euch. Schön, dass ihr hier seid. Dankeschön. Dankeschön. Sehr fein. An der Technik, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, sitzt heute der wunderbare Sven J. Olsson, der dafür sorgt, dass nichts schief geht. Die drei Bücher, aus denen wir heute vorgelesen bekommen, zeigen wiederum eine Spannbreite des Themas Entfremdung oder Selbstentfremdung auf. Wir sprechen darüber, wie sich diese vollzieht, ob sie es selbst tut, ob man das selbst tut, ob die Gesellschaft es macht, über die Selbstaufgabe zugunsten von anderen Menschen, über versuchten Suizid wegen der Selbstentfremdung und ob man sich trotz der Entfremdung vielleicht selber treu bleiben kann. Ich freue mich sehr auf eure Werke. Ja, ich beginne mit Katharina Glück und Joshua und Katrin können sich tatsächlich noch mal kurz deaktivieren, beides Audio wie Video. Vielen Dank. Katharina, ich habe ein bisschen über dich recherchiert. Tatsächlich ist gar nicht so richtig viel über dich zu finden. Du bist studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaftlerin, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Du hast gearbeitet und arbeitest vielleicht sogar noch als Dramaturgin in der Filmproduktion, was ich sehr spannend finde. Ich mache das nicht mehr. Das machst du nicht mehr, okay. Ja, das ist immer schwer zu bewerten, wenn man eben die Lebensläufe recherchiert und die Leute stalkt vor der Veranstaltung. Dann kann es eben sein, dass man schon ein bisschen nicht geupdatete Daten vorfindet. Genau. Und jetzt arbeitest du aber als freie Texterin und Lektorin, oder? Richtig, und Schrift- das ist richtig. Und Autorin. Ja, sofern man das Arbeit, also von der Arbeit, die man reinsteckt, ist es natürlich Arbeit, aber ob man das einen Beruf nennen kann, ist die nächste Frage. Ach na klar, kann man das einen Beruf nennen. Deswegen sitze ich, also ich mache das beruflich, genau. Ja. Ich wollte dich kurz noch fragen, ob deine Arbeit oder dein Studium, also als Film- und Fernsehwissenschaftlerin, als Dramaturgin, hat dir das in deiner Arbeit als Autorin und als Lektorin vor allem eher geholfen oder zügelt dich das ein? Denkt man zu viel über die Dinge nach? Ich glaube nicht. Also
für die Arbeit als Lektorin hat mir das Studium und vor allem die Arbeit nachher mit Drehbüchern sehr geholfen, weil man gerade in der Arbeit an einem Drehbuch, das ja eine sehr komprimierte Geschichte ist im Vergleich zu einem Roman, sehr gut an die Struktur von Geschichte rankommt. Und ich habe dazu auch viel Theorie gelesen. Natürlich die altbekannte Heldenreise, Christopher Vogler, rauf und runter und danach auch natürlich die Filme oder die Skripts abgeklopft, ob die das dem entsprechen oder nicht. Und insofern habe ich da viel gelernt über Spannungsaufbau, über Figurenentwicklung und all diese Dinge, die mir jetzt vor allem im inhaltlichen Lektorat, strukturellen Lektorat sehr helfen. Und hoffentlich auch meinen KundInnen. Oh ja, ich kenne die Bücher alle und vermutlich auch, wie man einen verdammt guten Roman schreibt von, wie hieß er noch, Fry, ich weiß es nicht, und Sitfield und wie sie nicht alle heißen. Ich habe ja bei der Heldenreise, die ja so eine unfassbar kondensierte Schablone im dramaturgischen beziehungsweise im strukturellen Bereich ist. Ich habe ja immer festgestellt, ich sage meinen Studis an der UE Hamburg auch immer, um Himmels Willen haltet euch nicht dran, sonst wird euer Buch langweilig. Siehst du das auch so? Ich sehe das nicht ganz so. Ich glaube, dass die Heldenreise gerade im Vergleich zu anderen, wie zum Beispiel Rettet die Katze oder so, sehr viel mehr Flexibilität noch erlaubt. Und was ich das Schöne finde an der Heldenreise, ist, dass sie, wenn man sie sich genau anguckt, immer sehr verknüpft die innere Reise mit der äußeren Reise. Und das ist oft was vor allem AnfängerInnen beim Schreiben vergessen, dass es eben nicht nur darum geht, dass der Plot vorangetrieben wird und dass jetzt noch eine Hürde in den Weg gestellt wird oder dass noch eine neue Schlacht kommt oder so, sondern dass sich das alles an der Entwicklung der Figur spiegelt und dass es nicht darum geht, letztendlich den Gegner zu besiegen, sondern sich selbst oder etwas in sich selbst zu besiegen, um damit an den Gegner zu kommen. Und dafür, finde ich, ist die Heldenreise eigentlich sehr gut geeignet. Ja, ich sage immer, allerdings benutzt die Heldenreise mehr so als Prüfsystem. Wenn ihr irgendwo feststeckt, irgendwie schaut euch die Heldenreise nochmal an, guckt mal nach, ob ihr was vergessen habt, wo vielleicht noch ein Manko ist oder sowas, ne, wenn man sehr plotlastig schreibt. Es gibt ja auch Leute, die einfach BauchschreiberInnen sind und für die das, glaube ich, eher hinderlich ist, darüber nachzudenken. Ich sage immer, ich bin eine ehemalige Bauchschreiberin mit einem wahnsinnig schlechten Gedächtnis, altersbedingt, und deswegen muss ich vorher planen und genau. Ich finde auch, dass es hilft, gerade wenn man in der Planung ist, also gerade beim Plotten, wenn man so denkt, oh, man ist gerade an so einer Stelle und kommt irgendwie nicht weiter. Oder was ja auch gerne passiert, dass man im Schreiben, vor allem in der zweiten Hälfte, irgendwo auf einmal feststeckt und nicht weiterkommt. Und dann hilft es tatsächlich, den Plot nochmal anzuschauen und zu schauen, ist hier wirklich das tiefste Loch? Sind wir schon in der tiefsten Höhle? Oder wo sind wir gerade in diesem Konstrukt, um dann sich das als Krücke zu nehmen, um weiterzukommen? Genau, so ist es. So mache ich das auch oft. Danke, Cassandra, für das Lob für meinen Bildhintergrund. Ich dachte, ich stelle mal die Nordlichter ab und erhöhe die Bücherzahl in diesem Stream. Und der Blechpirat beschwert sich darüber, dass in deinem Hintergrundbild so wenig Bücher zu sehen sind. Das ist ein Running Gag hier im Stream. und Reimer, hallo Reimer, schön dich zu sehen. Reimer sagt, dass es das Ganze schon seit dem Gilgamesch-Epos gibt. Damals ging es zum Dämon in den Libanon-Zedernwald. Ich weiß es gerade gar nicht. Und nein, Blechpirat, das ist kein Hinweis auf Dungeons and Dragons hier. Wir sind hier in einem anderen Literaturbereich unterwegs. Gut, liebe Katharina, du liest uns heute aus dem Buch Entgleist aus dem Ackerbus Verlag vor. Und ich überlasse dir hier und jetzt für knapp 10 Minuten die Bühne und wünsche euch allen viel Spaß. Dankeschön. Bevor ich anfange zu lesen, sollte ich vielleicht noch sagen, dass es in meinem Buch um einen Mann geht, Herr Heinrich Knopp, der sich, weil er seines Lebens sehr müde war und nichts mehr damit anzufangen wusste, auf die ICE-Trasse hinter seinem Haus gelegt hat, um sich von dem ICE 74 überfahren zu lassen. Er hat sich sogar ein Kissen mitgenommen, damit er sich den Nacken schont, während er da liegt und auf seinen Zug wartet. Aber sein Zug kommt nicht. Und insofern ist er gezwungen, mit einem Leben weiterzumachen, mit dem er eigentlich schon abgeschlossen hat. Und mit meiner Lesung steige ich ein am folgenden Tag. Er hat so getan, als wäre nichts passiert, ist zur Arbeit gefahren, hat sich aber nicht wirklich sammeln können und wurde dementsprechend nach Hause geschickt und macht sich jetzt, da er zu Hause ist, auf einen Spaziergang.
Es war kühler geworden. Der Himmel war bedeckt und die grauen Wolken versprachen Regen. Heinrich ging los, schaute auf den Boden und setzte stur einen Fuß vor den anderen. Mit der Zeit beruhigte er sich. Die Luft war frisch und das Laub glitschig unter seinen Füßen. Er hatte diese Art von Wetter schon als Kind gemocht. Seine Mutter hatte ihn immer zu Hause behalten wollen, damit er nicht nass wurde und sich erkältete. Aber er war trotzdem hinausgegangen. Der Spielplatz war leer gewesen bei diesem Wetter. Anscheinend waren alle Mütter wie die seine. Er war dann durch die Gegend gelaufen und hatte sich vorgestellt, der einzige Mensch auf der Welt zu sein, der letzte seiner Art. Er stellte sich vor, wie er in alle Häuser hineinging und mit Schuhen auf die Betten der Leute stieg, wie er in ihren Schränken nach Süßigkeiten suchte und ihre Sparschweine leerte. Und niemand wäre da, um ihm zu sagen, was er zu tun hätte. An solchen Tagen kam er oft zu spät nach Hause und fürchtete sich vor seinen Eltern, aber sie lachten nur und seine Mutter machte ihm eine heiße Milch, an der er seine kalten Hände wärmen konnte. Als Heinrich aufschaute, sah er, dass er unwillkürlich denselben Waldweg genommen hatte, den er gestern mit seinem Kissen unter dem Arm entlang gegangen war. Ohne recht zu wissen, warum, bog er ins Unterholz ab und schlug sich bis zu der Stelle durch, an der er auf den Bahnschienen gelegen und die Wolken beobachtet hatte. Von seiner gestrigen Aktion war nichts zu sehen, als hätte die Natur ihn gar nicht bemerkt. Er sah eine kleine Pflanze, die sich zwischen den groben Steinen hervorschob. Wenn sie noch ein wenig weiter wuchs, würden die Züge ihr den kleinen grünen Kopf abschlagen. Sie tat ihm leid. All die Willensstärke, die es ihr ermöglicht hatte, sich durch die Steine zu kämpfen, würde ihr nichts nützen gegen die Kraft der Maschine. Er tat einen Schritt auf das Pflänzchen zu. Es war eine winzige Eiche. Seine Hände begannen schon, die Steine um den schmalen Stamm zu entfernen. Da hörte er den Zug. Er sah auf die Uhr. Er war eine Stunde früher dran als gestern. Es war noch heller und dieser Zug war nicht der ICE 74. Noch war der Zug hinter der Kurve verborgen, aber Heinrich spürte das aggressive Surren, das sich durch die Schienen in seine Knochen drang. Er blickte zu den Bäumchen hinunter, zuckte mit den Schultern, als sähe es ihn. Dann drehte er sich um, trat von den Schienen und blieb neben den Brombeersträuchern stehen. Als das massige weiße Gefährt um die Kurve kam, erklang das Warnsignal. Der Zugführer musste ihn gesehen haben. Ein Mensch so nah an der Trasse, das konnte nichts Gutes bedeuten. Heinrich blieb, wo er war, und schaute dem Zug entgegen. Das Signal ertönte erneut. Gerade so konnte er das Gesicht des Fahrers hinter der Scheibe ausmachen, Panik in den Augen. Dann raste der Zug an ihm vorbei. Keine 10 Sekunden später war er weg. Der Wind zerrte noch an Heinrichs Kleidern. Er stieg wieder auf die Gleise. Die winzige Eiche stand noch da, beinahe unverändert. Nur eine kleine, ausgefranste Stelle an ihrer Spitze deutete darauf hin, dass sie Schaden genommen hatte. Sie würde nie größer werden, als sie es in diesem Moment war. Erst als es dunkel war, kam Heinrich nach Hause. Als er die Tür aufsperrte, erwartete ihn Susanne in Mantel und Stöckelschuhen. Wir kommen zu spät. Sie drehte sich um, griff nach ihrer Handtasche und marschierte an ihm vorbei zu ihrem Auto. Heinrich stöberte in seinem Kopf nach einem Termin, einer Verabredung, konnte sich aber beim besten Willen nicht erinnern. Also folgte er Susanne, die bereits aus der Auffahrt zurücksetzte. Er ging hinter dem Auto lang, die Abgase wärmten für einen Moment seine kalten Waden, dann stieg er auf den Beifahrersitz. Noch bevor er die Tür richtig geschlossen hatte, fuhr sie los. Sie glitten schweigend über die Landstraße in Richtung des Nachbarorts. Susanne hielt das Lenkrad locker umfasst, sah gelegentlich zu Heinrich hinüber, der sich schuldig fühlte. »Du hättest dich noch umziehen können«, sagte sie schließlich. »Du schienst es eilig zu haben.« »Aber so bist du wohl etwas zu leger angezogen.« Heinrich musste lachen. Susanne warf ihm einen fragenden Blick zu. »Was ist daran lustig?« »Ich bin immer so angezogen.« Sie schaute weit wieder auf die Straße, umrundete einen Kreisverkehr. »Du hast es vergessen.« Es war eine Feststellung, keine Frage. Ihr Gesichtsausdruck verriet weder Wut noch Enttäuschung. Vielmehr schien sie die Tatsache vollkommen neutral aufzunehmen. Heinrich meinte, ein Hauch von Resignation, um ihren Mundwinkel zu erkennen. Es tat ihm leid, dass sie sich so fühlen musste. »Ja, ich habe es vergessen.« Sie nickte.
Es macht keinen Unterschied. Sie bogen in eine Auffahrt ein, an deren Ende ein großes, rechteckiges Haus stand. Grauer Putz, symmetrische Fenster. Die Fensterrahmen waren aus Edelstahl und warfen das Licht der Scheinwerfer zurück. Das Haus eines Architektenpaares, Yvonne und Gerd. Yvonne war Susannes älteste Freundin. Die beiden hatten sich schon in der Grundschule gekannt und pflegten seit jeher eine enge Freundschaft. Eine große Frau, hoch und dick und laut, aber erträglich. Gerd war noch größer als Yvonne, ein Berg von einem Mann, mit unnatürlich starkem Haarwuchs im Gesicht. Vor der Tür klingelte Susanne, schob ihren Arm um Heinrichs Ellenbogen und setzte ein strahlendes Lächeln auf. Heinrich konnte ihre Spiegelung in der Glastür sehen. Hätte er sie nicht gekannt, hätte er ihr Lächeln für echt gehalten. So standen sie da, er, ein unscheinbarer Endvierziger mit Strickpulli und gescheiteltem Haar über der rahmenlosen Brille, der es nicht schaffte, diesen Ausdruck von Verwirrung aus seinem Gesicht zu kriegen. Und neben ihm Susanne, herausgeputzt und fröhlich. Heinrich war es, als hätte er fremde Menschen vor sich. Endlich ging das Licht im Flur an und das Spiegelbild wich einer enthusiastischen Yvonne, die auf die Tür zustürzte. Es gab Fisch in Salzkruste, dazu gedünstetes Gemüse und Salat. Brot nur für die Gäste. Yvonne hatte sich und Gerd auf eine Low-Carb-Diät gesetzt. Gerd stand auf, wenn er Wein nachschenken sollte, und legte sich ein Trockentuch über den Arm wie ein Kellner in einem vornehmen Restaurant. Die Frauen lachten jedes Mal hysterisch. Yvonne und Susanne warfen Gesprächsthemen durch den Raum wie Konfetti. Kaum hatte Heinrich sich etwas überlegt, das er beitragen konnte, ohne vollständig idiotisch zu klingen, waren sie schon beim nächsten Thema. Also blieb er die meiste Zeit stumm und beobachtete die anderen wie durch eine Glasscheibe im Zoo. Er begann, Susanne zu studieren, sich jede Bewegung ganz genau einzuprägen. Ihren Augenaufschlag, wie sie ihr Weinglas hielt, mit zwei Fingern und Daumen ganz oben am Stiel, wie sie die Lippen beim Lachen weit zurückzog und viel Zahn zeigte. Er war sich sicher, in all den Jahren all das schon einmal gesehen zu haben, aber sie kam ihm nicht bekannt vor. Nichts an ihr, als wäre sie über Nacht ein anderer Mensch geworden. Er versuchte, sich an die frühere Susanne zu erinnern, die Frau, die er im Studium kennengelernt hatte. Hatte sie damals schon so gelacht? Hatte er es attraktiv gefunden? Hatte sie damals ihr Glas schon so gehalten oder hatte sie es sich später angewöhnt, es sich abgeschaut von jemandem? Er konnte sich Szenen ins Gedächtnis rufen, ein Essen beim billigen Italiener um die Ecke. Sie hatte sich die Bluse mit Tomatensoße vollgekleckert und sie hatten gekichert wie Schulkinder. Aber jetzt kam es ihm vor, als wäre es eine Szene aus einem Film, den er mal gesehen hatte. Nicht sein eigenes Leben. Susanne war nicht mehr diese Person, war es vielleicht nie gewesen. Und bei sich selbst war er sich auch nicht so sicher. Seine Vergangenheit schien unecht, hölzern und fremd. Dankeschön. Vielen Dank, Katharina Glück, die uns aus Entgleist aus dem Ackerbus Verlag las. Dankeschön. Ja, das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich eine völlig fremdartige Situation. Man hat versucht, sich umzubringen, es ist missglückt und am nächsten Tag hat man im Endeffekt eine soziale Verabredung. Das trifft das Thema, das wir heute besprechen wollen, sehr, sehr gut, liebe Katharina. auch wenn es irgendwie gar nicht lustig ist, aber trotzdem ein bisschen absurd. Diese distanzierte Beobachtung, die du in die Szene reingebracht hast, ne? Du hast ja sehr, sehr dezidiert irgendwie, was steht auf dem Tisch, wie benehmen die sich, wie hält seine, ich nehme an, Frau, das Glas, zumindest seine Beziehung. Charakterisiert das für dich ein bisschen diese Form der Entfremdung oder der Fremdartigkeit der Situation, dieses kalte Betrachten? Ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen so ist, aber ich habe zumindest bei mir beobachtet, dass in Situationen, in denen man sich selbst oder der Welt fremd ist, man noch genauer beobachtet und dass eben genau dann diese Frage aufkommt, all diese Sachen, die man normalerweise als alltäglich, als normal hinnimmt,
die kommen einem eben dann auch komisch vor. Und gerade dann wird man zum Analytiker und forscht ganz genau nach und sucht ja auch nach den Anhaltspunkten. Was ist es jetzt eigentlich? Was bin ich? Was ist der andere? Kenne ich den? Habe ich hier vielleicht doch etwas, wo ich dran meinen Anker werfen kann und sagen kann, ich halte mich hier fest und das ist es, was wir sind, das ist es, was ich bin. Und so hat es zu funktionieren. Aber wenn das wegrutscht, dann rutscht alles weg. Und dann rutschen eben auch diese kleinen Dinge weg. Und das ist es, was es spannend macht, finde ich. Ja, im Chat wird nebenbei Applaus gespendet. Ich sage das jetzt dazu, weil du ihn nicht hören kannst, leider. Vielen Dank. Genau, es wird sehr, sehr viel geklatscht für die Szene, die du uns vorgelesen hast. Und ich habe mich noch gefragt, also diese Situation, die du beschreibst, dass ein Ehepaar in einer Situation eine Maske aufsetzt, wenn sie zu Besuch ist bei anderen Leuten, das ist ja eigentlich, es kennt ja jeder von uns eigentlich. Ist der Zustand der Selbstentfremdung oder der Entfremdung, ist das ein Normalzustand und merken wir den nur in solchen Momenten besonders doll oder besonders stark? Ich glaube, dass eine Maske oder nennen wir es mal ein Ritual, das man hat, nicht notwendigerweise etwas sein muss, was einem fremd ist, sondern es kann ein Schutz sein, es kann für zwei Leute auch ein geheimer Mantel sein, unter dem sie sich irgendwie verbergen oder den sie benutzen, um sich nach außen zu schützen oder auch um sich selbst zusammenzuhalten. In diesem Fall ist es jetzt so natürlich, dass diese beiden die Maske aufsetzen oder dass vor allem Susanne diejenige ist, die diese Maske nach vorne trägt, um den schönen Schein zu wahren, wie man so sagt. Ich habe mir überlegt, ob ich noch weiterlese in der Szene, habe es aber gelassen, vielleicht hätte ich es machen sollen. Da kommt nämlich dann auch noch der Gedanke, dass er beobachtet, was für kleine Rituale Gerd und Yvonne haben, wie sie sich Kusshändchen zuwerfen oder wie sie sich beiläufig mit der Hand berühren. Und er sich fragt, sind das eigentlich einstudierte Sachen? Und wenn sie brauchen Beziehungen dieser einstudierten Sachen, um zu funktionieren? Ich glaube, dass wir als Menschen sehr ritualisiert sind und sehr viele Gewohnheiten haben, die dazu beitragen, uns zu definieren, uns den Rahmen zu geben, in dem wir uns bewegen können. Und dass sie auch sehr anheimelnd und sehr viel Sicherheit spendend sein können. Ja, ja, sicher. Aber du hast es gerade sehr schön beschrieben, dass die Selbstentfremdung oder die Entfremdung von seinem Umfeld dann auch eigentlich so eine Art Hinterfragen ist, also wirklich hinterfragen von allem, von Kleinigkeiten, von großen Dingen, an diesem Hinterfragen der kleinen Dinge in deiner Szene wird es dann an der Stelle, finde ich, ganz schön auch erzählerisch deutlich. Ja, vielen Dank, Katharina Glück. Damit gleiten wir hinüber zu Joshua Klausnitzer, den ich hiermit bitten möchte, Video und Audio anzumachen. Katharina, danke schön, du hast dich schon ausgeblendet. Hallo Joshua, schön dich zu sehen. Hallo, ebenfalls. Ja. Jetzt sind wir hier allein. Und ich stelle dich kurz vor. Ich glaube, das ist auf deinem Instagram-Profil eine schöne Beschreibung, vermutlich eine Selbstbeschreibung von dir gefunden. Schriftsteller aus Leidenschaft, Frohnatur aus Überzeugung, Herzensmensch aus Meckenheim. Ganz wichtig. Und Quatschkopf aus Notwendigkeit. Also du wertest Meckenheim hier auf oder ab zu einem Substantiv. Sehr schön. Du bist 1994 in Bonn geboren, las ich. Und das ist ein bisschen putzig, weil ich neulich im Gespräch mit Achim Ammer an dieser Stelle hier sagte, dass er Abitur gemacht hat, bevor ich geboren wurde. Und du bist geboren, nachdem ich mein Abi gemacht habe. Ja. Ich fühle mich gerade sehr mittig in diesem Verband eingeordnet. Du studierst Anglistik und Geschichte, ist das korrekt? Das stimmt, ja. Warum nicht Deutsch, wenn ich fragen darf? Weil ich Deutsch in der Schule hatte, mir das sehr viel Spaß bereitet hat, aber es hat dann nicht für mehr gereicht. Beziehungsweise wollte ich gerne was mit Englisch machen, weil Englisch ist meine zweite Sprache, die ich super gerne spreche. Das hat aber auch wiederum nichts, um das schon mal vielleicht vorne wegzunehmen, mit dem Schreiben zu tun. Also ich schreibe zwar auch auf Englisch, aber ich habe dadurch jetzt keine Vor- oder Nachteile durch das Studium bekommen, sagen wir es mal so.
Ja, witzigerweise, ich habe Deutsch und Englisch studiert und ich hatte auch Geschichte angefangen, aber ich habe mich dann auf Englisch und Deutsch konzentriert und ich kann das mit dem Englisch als Herzenssprache so ein bisschen nachempfinden. Du schreibst Gedichte. Ja, primär. Primär, genau. Du hast eine Sammlung an Texten zu Heiterkeit und Nachdenklichkeit, Lyrik und Prosa gemacht. Und dein erstes Buch, ich zitiere hier wörtlich, das ist, glaube ich, war aus Wortspiele und andere Kuriositäten, wurde von Literatur-TV, kann das sein, Ja, das war als dann. ein Das war das. beeindruckendes Erstlingswerk, in dem der Autor auf der Klaviatur der menschlichen Emotionen spielt, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Das ist doch ein großartiges Kompliment. Ja, ich fand das auch sehr schön und sehr toll, dass es damals so gewesen ist. Ob das jetzt zu 100% der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht, aber es wurde zumindest nicht als schlecht angesehen, deswegen war ich da ganz zufrieden mit. Ach, so ein Lob kann man auch ruhig mal stehen lassen, finde ich. Ja. Sag mal, du schreibst auf Englisch. Ja, auch, aber also Auch, okay. nicht viel. Ich habe zwar auch zwei der Texte in dem Buch drin, aber also schon das meiste ist auf Deutsch geschrieben. Ah, ich verstehe. Ich kenne nämlich jemanden, die C.E. Bernhardt, die eigentlich einen deutschen Namen hat, das ist ein Pseudonym. Die schreibt wirklich original auf Englisch und lässt dann von einer Übersetzerin ins Deutsche übersetzen, was ich einen sehr interessanten Prozess finde. Und insofern interessiert mich das sehr. Ich schreibe auch manche Dinge auf Englisch, aber mehr Computerspiele tatsächlich, muss man sagen. Genau. Ja, Joshua, du liest uns aus deinem Buch. Wer schreibt denn sowas? Und Ganz genau. damit lasse ich euch alleine mit Joshua Klausnitzer. Viel Spaß. Also, ihr Lieben, Lena hat es ja gerade schon gesagt, mein Buch heißt Wer schreibt denn sowas? Ich sollte vielleicht vorher noch sagen, meine Sicht auf die Selbstentfremdung ist vielleicht ein bisschen anders, differenziert als zuvor von der Katharina. Ich bin der Meinung, dass man Humor haben sollte, also dass man auch mal erlauben kann und soll, über sich selbst zu lachen und auch über andere zu lachen, um letzten Endes aber auch wieder zu sich selbst zu finden. Das ist vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ich finde, der Humor ist ganz besonders wichtig und man sollte sich die Freude stets beibehalten, weil gerade in schwierigen Zeiten erleichtert das einen noch, ja, also man entfremdet sich selbst, um dann aber auch sich letzten Endes treu zu bleiben. Davon bin ich fest überzeugt und dafür stehen auch meine Texte. Bei manchen Texten muss man genau hinhören, weil ich sehr viel mit Wortspielen arbeite und mit Wortkreation. Ich fange einfach mal an und ich glaube, das passt ganz gut zum Thema Selbstentfremdung. Die Geschichte des Schriftstellers. Zu Beginn gab es den Schriftsteller. Nach etwas Zeit fand ihn der Schriftsteller. Die beiden gingen eine wundervolle Symbiose ein. Schriftsteller und Schriftsteller, ist das nicht fein? Auf dem Schriftsteller wurde geschrieben. Der Schriftsteller hat es geschrieben. Geschichte oder Geschichten wurden geschrieben von beiden, das ist gar nicht übertrieben. Die beiden fingen an, sich zu lieben, durch diverse Schriften getrieben. Der Schriftsteller ward perfekt dekoriert, hat der Schriftsteller sich nie echauffiert. Die Geschichte des Schriftstellers geht zu Ende. Für den Schriftsteller ist dies wahrlich kein Grund zur Blende. Tauchten sie doch beide tief in die Geschichte ein, konnten stets verbunden sein. Dann geht es weiter mit Vergänglichkeit. Ich schrieb ich. Ich schrieb Liebe. Ich schrieb nicht. Der Wind blies. Jetzt steht ich. Jetzt steht Liebe. Jetzt steht Gicht. Das erscheint mir seltsam. Ich ändere dich, ich ändere Trieb, ich ändere Licht. Die Kehrmaschine erschien. Festgehalten, nicht. Festgehalten, lieben, festgehalten, nicht. Ich habe keine Lust mehr. Also schreibe ich. Also schreibe ich Liebe. Also schreibe ich dich. Ich bin glücklich. Der Wind bläst Vergänglichkeit. Dann machen wir weiter mit einem meiner Lieblingstexte. Na, es ist kein richtiger Text, aber es ist zumindest eine Sammlung von Wortphrasen. Und zwar habe ich mir gedacht, wie Politiker auch heißen könnten. Deswegen heißt der folgende Text einfach nur Politikernamen. Renate, geh in den Knast. Angela Ferkel,
Jens Spanferkel. Jürgen tritt ihn. Annegret Krampf-Kartenbauer. Guido Radiowelle. Markus Köder. Horst Schneedofer. Konrad Badenhauer. Willi Gewandt. Helmut fühlt sich wohl. Richard von Heizlecker. Johannes Pfau. Frank knallt er Steine freiherr. Heiko Maßlos. Ursula von den Laien. Sarah Wangenecht. Und dann, leider ist es zutreffend, Alexander Braunhand. Hubertus Keil. Björn, geh in die Hocke. Frauke Petri Heil. Und zu guter Letzt Beatrix von Storchenbiss. Als nächstes würde ich gerne einige Erkenntnisse und Fragen des Tages vortragen, die ich auch regelmäßig bei Facebook und auch bei Instagram hochlade und die sich auch recht reger Beliebtheit erfreuen. Die meisten kann ich zwar auswendig, aber ich will ja auch ein bisschen was aus dem Buch lesen. Fangen wir an. An alle Flaschen da draußen. Der Öffner ist ein wahres Multitalent. Nicht nur könnt ihr aufgrund seiner Fähigkeiten ordentlich Druck abgeben, nein, er hilft euch auch, dass ihr mal so richtig aus euch herausgeht. Um ein bisschen mehr Würze in den Alltag zu bringen, sollte man, wenn der eigene Name gerufen wird, einfach mal mit vielleicht oder nein antworten. Während des alltäglichen Kampfes um das Besteck kam die folgende Frage auf. Wer gibt zuerst den Löffel ab? Ihr könnt euch vorstellen, bei dem einen oder anderen hat das für Unmut gesorgt. Dann letztens, auch sehr interessant, ich las auf einer Verpackung Folgendes. Flachgelegt hält es besser. Interessante These. Auf den Tisch knallen und auf dem Tisch knallen ist ein kleiner, feiner Unterschied. Dann noch eine schöne Erkenntnis, wie ich finde. Ich bin ein Buch. Ich bin vielseitig. Ja, dann vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Social Media Tag. Wir sind ja auf Social Media unterwegs heutzutage, vielleicht jetzt noch mehr während der Corona-Krise als sonst. Der Social Media Tag. Ich habe dazu die englischen Social Media Sachen versucht ins Deutsche zu übersetzen. Ich gucke mir das Gesichtsbuch an. Anschließend wird ordentlich gezwitschert. Danach begebe ich mich in meinen Raum. Dort führe ich heftige Schnipsengespräche. Ohne einen Gramm zu verlieren, geht es direkt weiter. Ich zünde die Flamme der Liebe an und widme mich der großen Suche. Und noch eine kleine Erkenntnis zu guter Letzt. Neben der Ebene sehe ich eben den lebenden Bene. Eben den, dem geht's Bene. Und zu aller guter Letzt möchte ich euch noch gerne was aus der letzten Rubrik aus dem Buch vortragen. Die heißt, wer googelt denn sowas? Da habe ich mir die Freude gemacht, verschiedene Google-Fragen, die sich vielleicht schon jeder einmal gestellt hat, nachzugoogeln. Und da bin ich auf etwas gestoßen, von dem ich mich klar distanziere, weil das nicht meine Antwort gewesen ist, aber es war eine sehr, nennen wir es mal, interessante Antwort. Und zwar habe ich gefragt, wer ist Gott? Ich betone nochmal, das ist nicht das, was ich selbst geschrieben habe. Wer ist Gott? Antwort: Gott ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch boshafter Tyrann. Damit würde ich sagen, hat sich jemand komplett selbst entfremdet. Vielen Dank. Danke, Joshua. Klaus Litzer, der Lars aus Wer schreibt denn sowas? Die Frage ist berechtigt, besonders bei dem letzten Abschnitt. Der Chat bittet übrigens darum, zu korrigieren, dass du Friedrich Merz übersehen hast und was du aus dem machen würdest. Ja, vielleicht Friedrich Nerz, das ist so das Name. Nerz ist ja hübsch, ja, Friedrich Nerz. Ich merke mir Heiko Maßlos und Markus Köder, die fand ich besonders hübsch, muss ich sagen. Besonders der Markus Köder, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich mag ja Flachwitze. Es geht in diesem Kanal auch und viel hauptsächlich um meinen Humor oder die Abwesenheit davon. Und ich bin ein Buch, ich bin vielseitig. Das macht mich ein bisschen glücklich. Ja, sehr schön. Du hast eingangs nochmal gesagt,
Selbstentfremdung, um sich seiner selbst treu zu bleiben. Ist für dich Selbstentfremdung ein normaler Schritt auf der menschlichen Charakterentwicklung? Ich würde sagen, die Selbstentfremdung selbst, wie der Name schon sagt, würde ich sagen, ist nicht unbedingt ein Schritt dessen. Aber ich würde sagen, dieses humorvolle Angehen, dass man auch mal über sich selbst lachen darf und dass das auch okay ist und dass man auch in traurigen Zeiten Humor zeigen kann, das ist für mich so gesehen dieser notwendige Schritt. Und ich glaube, also auch aus eigener Erfahrung, jeder, der in schwierigen Zeiten, das ist ja, weiß Gott, eine schwierige Zeit zur Zeit, auch mal einfach aus tiefstem Herzen gelacht hat, sei es auch ja über jemand anders oder sei es auch über sich selbst, der wird dann automatisch besser gelaunt sein und der wird auch, glaube ich, aus diesem Loch dann vielleicht ein bisschen eher herauskriechen können. Also ja, zum einen ist die Selbstentfremdung notwendig, aber ich würde sagen, es darf nicht in diese negative Ebene gehen. Also man darf natürlich sich nicht so extrem über jemanden lustig machen, dass er sich verletzt fühlt. Das sollte man vermeiden, wenn es geht, weil sonst ist natürlich das Gegenteil. Genau das ja, Fall. Ja, natürlich. Das ist auch einer der Gründe, warum ich am liebsten über mich selbst lache. Da weiß ich, dass ich niemanden verletze, der es nicht verdient hat. Ja. Genau. Vielleicht, der Chat stellt die Theorie auf, dass du vielleicht zu jung für eine eigene Bücherwand bist. Man ist nicht zu jung dafür. Das finde ich ein bisschen niedlich. Genau, und damit, lieber Joshua, kommen wir zu Katrin Großstriffler und ich würde dich bitten, dich nochmal audio- und videomäßig auszuklinken. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Danke an dich. Es wird applaudiert im Chat übrigens. Das gilt sicher noch größtenteils dem Joshua, aber auch der Katrin. Hallo Katrin Großstriffler, schön, dass du hier bist. Dina. Liebe Katrin, ich habe gelesen, dass du Anglistik und Romanistik studiert hast. Jetzt bist du eingefroren bei mir oder bin ich eingefroren? Warum? Ach so. Weil ich nichts gesagt habe? Ja, vielleicht deswegen. Nee, alles gut, alles gut. Okay. Ja, ich habe Anglistik, Romanistik studiert, aber das war quasi in meinem früheren Leben, ist schon sehr, sehr lange her. Davon hast du dich schon selbst entfremdet. Sozusagen. Du warst 3 Jahre im Ausland und hast, was ich ganz spannend fand, 1,5 Jahre als Managerin einer Pferdefarm in den USA gearbeitet. Das ist das liest man nicht so oft in Biografien. Wie kam es dazu? Ich habe in den USA studiert, ein Jahr, in Virginia, an der Uni, an dieser University of Charlottesville. Charlottesville ist ja in die Schlagzeilen geraten vor nicht allzu langer Zeit. Und habe dann in Deutschland alles ordentlich zu Ende gebracht in meinem Studium und hatte aber keine Lust auf Schule und bin dann nochmal zurückgegangen und habe gedacht, was kannst du denn noch außer das, was du gelernt hast, reiten mit Pferden. Dann habe ich mich beworben und wurde auf Umwegen dann letzten Endes Farmmanagerin. Spannend. Der Hintergrund, warum ich da so nachhake, ist der, dass ich in meiner frühen Teenie-Zeit ganz dringend Pferdewirtin werden wollte. Das wollte ich auch mal, ja. Genau. Bis ich dann feststellte, dass man da so BWL-Dinge können muss und ganz schrecklich körperlich arbeiten. Das stimmt. Genau. Insofern, dann bin ich lieber Schriftstellerin geworden. Du hast auch ein Jahr als Lehrerin gearbeitet. Das ist wahnsinnig spezifisch. Das ist lauter Quatsch, was da im Internet steht. Ja, echt? Okay, dann korrigiere mich bitte. Du hast nicht als Lehrerin gearbeitet? Ich habe jetzt 40 Jahre lang in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Okay. Ich habe in den letzten Jahren auch habe ich Integrationskurse gegeben an Geflüchtete. Super, fantastischer Job. Stelle ich mir auch nicht leicht vor. Ja. Womit ringt man da am meisten? Irgendwie der Fremdheit oder? Sprache. Also es geht halt nichts so einfach rüber und nüber. Und es ist fürchterlich kompliziert, die einfachsten Sachverhalte deutlich zu machen. Und was mir als Lehrerin, da handelt auch eine Geschichte in dem Büchlein davon, was mir da sehr zu schaffen gemacht hat, war, dass die arabischen Menschen, die ich unterrichtet habe, mir meinem Unterricht sehr wohl gefolgt sind, aber wenn sie dann irgendwie ein neues Wort nicht verstanden haben, dann haben sie untereinander drüber
angefangen zu diskutieren auf Arabisch. Und das ging ewig und ewig und ewig. Und ich stand da und habe gesagt, bitte, ich bin auch noch da. Ich kann so nicht arbeiten. Und das ist sehr, sehr anstrengend, wenn man das immer wieder die Aufmerksamkeit zurückholen muss. Das glaube ich. Ich unterrichte ja selber auch ein bisschen, allerdings an einer Fachhochschule im Game Design und das jetzt die ganze Zeit online. Das ist bestimmt auch schwierig, ja. Das ist anstrengend und da vor allem die Aufmerksamkeit wirklich zu behalten, beziehungsweise immer mal wieder zu unterbrechen und irgendwie Aktivität zu herzustellen und die Leute am Ball zu halten, ist nicht ganz leicht, das stimmt. Ja, 2003 erschien dein Roman Die Hütte und wurde mit dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet. Das ist ja auch nicht irgendeiner. Herzlichen Glückwunsch dafür nochmal, auch wenn es jetzt irgendwie 18 Jahre zu spät kommt. Dankeschön, ist auch schon lange her. Und es erschien jetzt letztes oder vorletztes Jahr, das habe ich mir nicht notiert, dein Roman Kleopatra und Fleischsalat im Mitteldeutschen Verlag. Das ist ein Erzählband, aus dem ich heute auch lesen will. Das ist kein Roman. Genau, okay, ein Erzählband. Trotzdem im Februar, ja. Im Februar, ja, genau. Ich hatte in Erinnerung, dass es noch nicht ganz so lange her ist. Liebe Katrin Groß-Striffler, dann wenden wir uns jetzt dir und deinem Erzählband zu mit Kleopatra und Fleischsalat aus dem Mitteldeutschen Verlag. Die Bühne gehört dir. Dankeschön. Ich lese eine Erzählung und die heißt Ein Tänzchenwagen. Sie saß am Abend am Fenster und lehnte ihren Kopf gegen die staubig riechenden Vorhänge und sah auf die benachbarten Häuser hinaus. Die meisten von ihnen lagen im Dunkeln. Sicher waren viele der alten Leute, die hier wohnten, bei ihren Kindern. Ein paar Fenster waren bläulich erleuchtet, wo die Fernseher liefen. Oder die Nachbarn schliefen schon, wie auch ihre Mutter schon schlief. Sie, Anna, hatte zur Feier des Abends eine Sektflasche geöffnet, hatte darauf geachtet, dass ihre Mutter ordentlich davon trank, hatte zugesehen, wie sich ihre Wangen röteten, hatte gesagt, ein schöner Abschluss eines schönen Tages, nicht wahr, Mutter? Du willst mich betrunken machen. Aber nein, ich will doch nur, dass du bei dem Krach gut schlafen kannst. Da hilft ein bisschen Alkohol, glaub mir, wenn du meinst. Warum gehst du nicht ins Bett? Du bist doch all die Jahre ins Bett gegangen. Werde ich auch, hatte Anna schnell gesagt. Ich bleibe auch nicht auf. Seit Wochen hatte die Mutter große Schmerzen beim Heben der Arme, in den Beinen, ach, überall, Rheuma sicherlich. Konnte nicht mehr stehen, kaum noch laufen. Anna führte die Mutter ins Bad. Setz dich auf den Hocker, ja, so ist es gut. Sie zog der Mutter die drei Pullover über den Kopf, die sie übereinander trug, und das Unterhemd. Die langen Brüste lagen auf dem Oberbauch auf. Anna nahm eine und legte sie der Mutter über die Schulter. Halt sie mal. Die Stelle unter den Brüsten war rot und voller kleiner Pickel. Kein Wunder, kam ja nie Luft hin. Anna fuhr mit dem Waschlappen darüber, erst links, dann rechts. Die Achselhaare waren schweißfeucht. Du brauchst nur einen Pullover, die Heizung läuft doch. Warum ziehst du dich immer so dick an? Weil ich friere. Stell dir vor. Nicht tief einatmen, sagte Anna sich. Sie sagte sich das immer. Luft anhalten, waschen, aufrichten, durchatmen, wieder Luft anhalten. All das schwabbelige Fleisch, der Geruch nach säuerlichem Schweiß, der faltige Bauch, die Fettringe auf den Hüften. Zieh die Trainingshose aus und die Unterhose. Die Mutter stützte sich schwer auf sie. Das Schamhaar, die Schamlippen, der Hintern. Beug dich von über. Anna wirkte. Gleich ist es vorbei. Nicht so ruppig. Und nimm nicht so viel Seife. Ja, Mutter. Ein Furz. Alkohol enthemmte. Das hatte sie nun davon. Die gelblichen Fußnägel da unten. Na, morgen ist auch noch ein Tag. Ich schneide sie morgen. Erste Amtshandlung im neuen Jahr. Komm, zieh dir die frische Unterhose an. Ich brauche nicht jeden Tag eine frische. Doch, Mutter. So, und nun ab in die Falle. Du bist wohl froh, dass du mich endlich los hast. Gib mir meine Krücken. Hier, Mutter, mach langsam. Ich deck dir schon mal dein Bett auf. Schlürfen im Gang, dann das Rascheln des Federbetts. So ist es gut. Warst du noch einmal auf der Toilette?
Natürlich. Dann schlaf gut. Wie lange bleibst du noch auf? Ich setze mich nur noch ein halbes Stündchen ans Fenster. Warum? Einfach so. Gute Nacht, Mutter. Gute Nacht. Draußen krachten die ersten Böller, kurz und dumpf, als habe man sie in Gullis gesteckt. Jungs sicher, die das Feuerwerk nicht erwarten konnten, die sich einen Spaß daraus machten, Leute zu erschrecken. Die Art Jungs, die Katzen Feuerwerkskörper an den Schwanz banden. Es gab ja einige davon, ein Stückchen weiter die Straße hinunter. Auch die ersten Raketen wurden abgefeuert, vereinzelt zerbarst eine farbige Blume am Himmel und warf ihre Blätter ab. Und dann war es wieder still. Aber die Stille war anders als sonst. Troff geradezu vor Erwartung, wummerte wie leise stampfende Bässe aus einem weit entfernten Auto. Anna drückte sich in ihren Sessel, der im Lauf der Jahre Kohlen für ihre Pobacken bekommen hatte. Ihre Mutter benutzte ihn nie, es war ihr Platz, ihre Kapitänskajüte, von der aus sie ihr kleines Boot durch die Wellen dirigierte. Sie musste sich an den Sternen orientieren und manchmal gab es nicht allzu viele. Vor ein paar Stunden hatten die Nachbarn neben ihnen geklingelt. Wir haben alles zum Bleigießen da und unser Besuch hat abgesagt. Wenn Sie noch nichts vorhaben, hätten Sie Lust? Zu Annas großer Überraschung hatte ihre Mutter gleich angenommen. Die Nachbarin war dick, hatte ein rundes Clownsgesicht, aufrecht stehende kurze Haare und kleine goldene Kreolen in den Ohren. Man kannte sich vom Treppenhaus. Es müsste einmal wieder regnen oder der Nachbar schneidet seine Hecke nicht ordentlich. Ihr Mann war klein und dürr, blaue Äuglein blinzelten unter buschigen grauen Brauen hervor. Sie setzten sich an den Küchentisch, auf dem eine blau-weiß karierte Wachstuchdecke lag. Die silbernen Löffel wurden über die Flamme gehalten, das Blei schmolz. Sie sind dran. Das leise Zischen, wenn das Blei ins Wasser glitt. Das ist ein Ring, schauen Sie nur, Sie werden bald heiraten. Ihr Annas verlegenes Lachen. Aber nein, du bist dran, Mutter. Nein, heiraten würde sie ganz sicher nicht. Wen denn schon? Und dann goss sie noch ein Gebilde, aus dem sie nicht klug wurde. Wie auch immer, sie nahm es mit in ihre Wohnung, würde es später noch einmal betrachten und sich wilden Spekulationen hingeben. Was die anderen gossen, ach, keine Ahnung, seltsame Formen mit filigran gezackten Rändern. Egal. War ja ein komischer Zeitvertreib, heißes Blei in kaltes Wasser zu werfen. Dann waren sie wieder in ihre Wohnung gegangen und hatten den Lachs gegessen. Sie sah auf die Uhr und erschrak, wie schnell die Zeit verging. In knapp einer halben Stunde wäre Mitternacht, Jahreswechsel, mit Glockengeläut und natürlich dem Feuerwerk. Nicht, dass sie hier viel davon sehen würde, die Wohnung hatte keinen Blick auf die Stadt. Aber sicher ein paar dieser am schwarzen Nachthimmel explodierenden Funkenregen, das müsste schon drin sein. Und ach ja, dieses Ding, das sie bei den Nachbarn gegossen hatte, wo lag es bloß? Sie stand auf, um es zu suchen. Nur das Licht der Stehlampe neben dem Sofa brannte. Die Holzdielen knarrten unter ihren Schritten. Im Nebenzimmer schnarchte die Mutter. Es war seltsam, noch so spät wach zu sein. In der Flasche war noch Sekt und sie goss ihn in ihr Glas und trank einen großen Schluck, fand die erkaltete Form und setzte sich wieder in ihren Sessel. Erneut hob sie das Glas an die Lippen, zögerte, trank es dann hastig aus. Es war still jetzt, aber so richtig still diesmal, als hielte das Viertel, die Stadt, die Welt, den Atem an, wie ein Tier, das zum Sprung ansetzt. Und auch sie, Anna, lag plötzlich auf der Lauer. Stand von einer merkwürdigen Unruhe erfasst, wieder auf und öffnete das Fenster weit und sog die Luft ein, die schwach nach Rauch roch, und wartete, fühlte ihr Herz pochen, das Blut in den Adern zirkulieren. Musik kam aus einem Auto, das die Straße hinunterfuhr. Schöne Musik, schwungvoll, mitreißend, ein Walzer, glaubte sie. Einmal ein Tänzchen wagen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Sie schloss die Augen und bewegte sich im Takt, tanzte durchs Zimmer, fühlte den Arm eines Mannes um ihre Schulter. Sie legte den Kopf in den Nacken und drehte sich, ein Lächeln auf den Lippen. Wie herrlich das war. Ihr wurde schwindlig.
hätte sie nur nicht so viel Sekt getrunken. Sie musste aufhören. Ein wenig außer Atem kam sie zu stehen. Sie fühlte etwas Kaltes in ihrer Hand. Ach ja, das Ding. Sie tastete es ab, noch halb Gedanken verloren. Es war schlank in der Mitte und verbreiterte sich nach oben und unten, wie. Sie suchte nach dem richtigen Wort. Ach ja, eine Sanduhr. Sie hatte eine Sanduhr gegossen. Eine Sanduhr, die anzeigte, wie die Zeit verging, wie ihre Zeit verging. Wie schnell, wie unaufhaltsam. Sie rieselte einem zwischen den Fingern durch. Staubtrockener Sand, klitzekleine Körnchen, die sich auf das Loch vorschoben und plötzlich nach unten sackten. Sie musste sich sputen, dachte sie, noch immer ein bisschen benommen. Ich muss mich sputen. Ihre Lippen öffneten sich wieder und wieder zu demselben kleinen Satz. Und jetzt setzte das Glockengeläut ein, zersprangen Steine eines Kaleidoskops zu bunten Splittern. Es tobte und krachte und zischte. Das Firmament war eine Kuppel aus Licht. Ihre Mutter war aufgebracht und stand laut schnaufend im Türrahmen. Die Haare hingen ihr wirr ins Gesicht und sie schlotterte vor Kälte. Anna drehte sich langsam zu ihr um, starrte sie an und kam zu sich. Sie legte die Sanduhr auf den Tisch und ging zu ihr. Komm wieder ins Bett, sagte sie. Es ist nichts. Das Feuerwerk ist gleich vorbei. Warum bist du noch auf? Fragte die Mutter. Ihre Stimme zitterte ein wenig. Was machst du denn noch? Nichts, sagte Anna ruhig. Morgen wird alles voller abgebrannter Raketen liegen. Ja, sagte ihre Mutter. So viel Lärm, so viel Lärm. Anna sah, dass ihr Tränen über die Wangen rannen. Am Arm führte sie sie in ihr Zimmer zurück, deckte sie zu und sagte, Prostneujahr. Als sie ins Bett schlüpfte, war es 11:40. Der Sand rieselte, unaufhörlich. Das neue Jahr hatte angefangen und sie würde Truthahnschnitzel auf den Tisch bringen mit Erbsen und Kartoffelbrei. Das mochte die Mutter. Sie schloss die Augen und driftete in einen unruhigen Schlaf. Gelegentlich wurde sie wach, wenn noch ein vereinzelter Böller dumpf explodierte. Dankeschön. Vielen Dank, Katrin Groß-Striffler, las aus Kleopatra und Fleischsalat aus dem Mitteldeutschen Verlag. Ja, puh, liebe Katrin, harter Tobak. Der Kontrast zwischen Sektflasche und Silvester auf der einen Seite und dem Ekel und der inneren Abgestorbenheit, muss man ja eigentlich schon sagen, auf der anderen Seite, der ist wirklich immens. Der Chat applaudiert. Also du hast wirklich gerade eine sehr, sehr schöne Schilderung von dieser gegenseitigen Entfremdung zweier Menschen, die sich nah waren einerseits und eines Menschen in sich selbst dann auch, um das leisten zu können, was da für Anforderungen an sie gestellt werden. Dieses sich überwinden zur Selbstaufgabe, auch hier bei dir erleben wir so handwerklich wieder dieses ganz minutiöse Beobachten und Beschreiben von einzelnen kleinen Handlungen. Das hatten wir vorhin bei Katharina ja auch schon. Die Grenzüberschreitung im Zwischenmenschlichen, wie viel ist zu viel? Wie bleiben wir bei uns selbst in solchen Situationen? Was meinst du? Also wie bleibt man prinzipiell in der Beziehung mit lieben Menschen, die Anforderungen an uns stellen, bei uns? Ich beantworte deine Frage jetzt nicht, sondern ich sage dir mal, was ich mir gestern Abend auf einmal gedacht habe, wie ich an diesen Text gedacht habe. Da dachte ich, es geht ja um Tanz. Und Tanz ist, also der Titel ist ja ein Tänzchen Waage. Mhm. Und Tanz ist ja Ausdruck. Tanz ist Kunst im weitesten Sinne. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich ein ziemlich feministischer Text sogar, weil er nämlich zeigt, es ist ja eine Frau, die eine Frau pflegt. Mhm. Ja? Und diese Frau kommt nicht zum Tanzen durch die Pflege. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, das geht ja durch die Jahrhunderte der
Frauengenerationen durch, dass wir Frauen für andere da sind und dadurch nicht zu dem kommen, was wir eigentlich wollen. Das heißt, zu dem Ausdruck, den wir eigentlich in uns spüren. Mhm. Also insofern, ja, das ist natürlich eine enorme Selbstentfremdung. Ich weiß auch nicht, ob die in dieser Geschichte wird sie ja nicht aufgehoben. Die Frau bleibt sich fremd. Die hat noch mal ein ganz kurzes Anklopfen von, da könnte ja was sein, ja, wozu ich nicht komme, aber bei mir tickt einfach die Uhr und es geht immer so weiter. Und insofern ist das auch sehr traurig, aber ja, nichts aber, ist es. Ja, so ist es. Ja, es wurde im Chat, auch wenn das jetzt gerade die Stimmung ein bisschen bricht, nach dem Schild am Hintergrund deiner Wand gefragt. Ist das ein Wikinger-Schild oder was hängt da? Ist das ein Spiegel? Nee, das ist ein Teppich. Ein runder Teppich, der so ein bisschen afrikanisch aussieht und der da an der Wand hängt. Mhm. Ein runder Teppich, das ist das Mysterium. Keine Waffen, keine Schilde. Mhm. Damit haben wir es aufgeklärt. Vielen Dank. Ja, damit gehen wir auch schon in die gemeinsame Diskussion. Joshua, Katharina, schaltet euch gerne wieder dazu. Hier auch an dieser Stelle, hallo wieder, der Hinweis an den Chat. Wenn ihr Fragen habt an die AutorInnen, wenn ihr Fragen zu den Texten oder zu den Themen habt oder etwas, was die Diskussion weiterbringen könnte, dann stellt sie gerne. Wir nehmen das hier, wie auch schon im Verlauf der Lesungen geschehen, gerne auf. Und ansonsten lege ich mal los. Katrin hat uns gerade mit dieser extremen Entfremdung in einer Beziehung zwischen Mutter und Tochter allein gelassen, möchte man so sagen. Ist das normal für Beziehungen, dass man sich in ihnen seiner selbst erstmal entfremdet? Ist das nicht vielleicht sogar das Wesen einer Beziehung? Was meint ihr, Katharina, vielleicht fängst du an? Wir landen jetzt schon bei der ganz basalen Frage, was ist eigentlich Identität und wie identifizieren wir uns selbst? Ich glaube, sich selbst außerhalb von Beziehungen zu anderen zu identifizieren, ist quasi nicht möglich. Wir nehmen immer irgendeine Rolle ein, eine Rolle als Kind, eine Rolle als Partner, eine Rolle als Eltern, eine Rolle als Geschwister, auch im Beruf die verschiedenen Rollen, in denen wir verschiedene Bedürfnisse befriedigen, die unsere Gegenüber haben und in denen wir uns auch auf verschiedene Art und Weise ausleben können und wollen. Insofern würde ich das nicht ausschließen. Der andere verlangt nicht von uns, nicht wir zu sein. Wer ist man noch in der absoluten Einsamkeit, wenn niemand mehr da ist, zu dem man irgendwie sich verhalten muss? Ist das nicht eigentlich der absolute Verlust von Identität, anstatt dass es das ist, wo man sich wirklich findet? Denn Interessanter Gedanke. Ich glaube, viele Mönche sehen das, oder Klausner sehen das andersherum, ne? Dass quasi die Identitätssuche in der Einsamkeit besonders gut gelingt. Obwohl da dann auch wieder die Sache ist, dass wenn wir jetzt zum Beispiel ins Yoga gucken oder in den Buddhismus gucken, dass das Ziel ja der Verlust von Identität oder die freiwillige Aufgabe von Identität ist. Das heißt, das bei sich sein, das die ganze Zeit sich in sich selbst berufen, ist eigentlich ein komplettes sich loslassen. Stimmt. Ja. Klingt widersinnig. Joshua, du sahst aus, als wolltest du dazu was beitragen gerade. Ja, richtig erkannt. Also die Frage war ja nach der Beziehung. Also wenn man sich in der Beziehung befindet, ich persönlich würde quasi genau das, also wenn ich es richtig verstanden habe, was Katharina gesagt hat, genau das Gegenteil sagen. Ich finde, man sollte sich also nicht bewusst, und manchmal stellt sich zwar unbewusst an, man sollte sich nicht verstellen in einer Beziehung oder nicht nur den Wünschen des Partners hergeben, sondern man sollte sich selbst treu bleiben. Weil sobald man anfängt, sich selbst zu entfremden, dann meiner Meinung nach kann ich nur sagen, dann kann die Beziehung nicht funktionieren. Weil letzten Endes sollte der Partner oder die Partnerin einen ja so lieben, wie man ist. Und wenn man dann aber den Wünschen nachgeht und sich dabei dann auch nicht wohlfühlt im schlimmsten Fall, dann kann da keine Beziehung entstehen. Ja, so habe ich das nicht gemeint, sondern völlig in Ordnung. Du hast absolut recht, ich stimme dir absolut zu, dass natürlich ein gegen das eigene Bedürfnis handeln, zumindest über ein gewisses Maß hinaus, nie gut sein kann für die eigene Identität. Aber dass wir doch vielleicht auch unterbewusst
anders sind in anderen Beziehungen. Also wenn man zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht den Nesthäkchen-Faktor ausspielen, aber wenn man da mal über 40 ist und wieder nach Hause fährt und bei seinen Eltern ist und dann merkt, dass man sich wieder auf eine Art und Weise verhält, wie man sich als Kind verhalten hat oder dass man in die alten Muster fällt, wie es so schön heißt, dann ist das, finde ich, immer ein Beweis dafür, dass unsere Identität fluider ist, als wir uns das gerne vorstellen möchten. Das stimmt, ja. Ich würde gerne noch was sagen, wenn ich darf. Bitte, unbedingt. Also Entfremdung heißt ja von dem Wort her, alienare, von dem lateinischen Wort her, sowas wie sich in fremde Hände geben. Mhm. Ja, sich weg in fremde Hände geben. Oder sich selbst eine Fremde oder ein Fremder werden. Mhm. Und die Frage ist doch auch, ob man das zulassen muss. Das heißt jetzt, also auf meine Geschichte bezogen, warum wird das von der Gesellschaft so akzeptiert, dass eine Frau ihre Mutter auf diese Art und Weise pflegen muss? Mhm. Beziehungsweise, wenn diese Frau Anna, also auf der Straße rumläuft, wird sie ja überall bewundert. Warum muss sie bewundert werden? Sie kann ja eigentlich nicht Nein sagen. Sie kann nicht in Frage stellen, ist Mutterliebe oder die Liebe zur Mutter per se immer etwas Gutes. Na, vor allem wird sie auch gezwungen zu priorisieren zwischen der Selbsterfüllung und der Liebe zur Mutter im Endeffekt oder auch der Pflicht, dem Pflichtbewusstsein irgendwann nur noch. Es wird übrigens aus dem Chat eingeworfen von Michaele 2015, dass Beziehung auch immer Kompromissbereitschaft ist. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, ich bin jetzt in meiner zweiten Langzeitbeziehung und ich glaube, dass man sich unwillkürlich in Beziehungen natürlich auch immer verändert und man dann zu etwas wird, was man vorher nicht war. Das ist ein schleichender Prozess, der, glaube ich, völlig normal ist, der vielleicht von außen ein bisschen Furcht macht. Also wenn man jemanden sieht und dem begegnet, den man vor 10 Jahren kannte und dann begegnet man ihm 10 Jahre später nach einer Beziehung wieder, dann mag man sich auf eine Art und Weise krass verändert haben, wie man selber das gar nicht empfindet, dass es wirklich so intensiv ist. Katharina? Ja, es ist ja hoffentlich auch ein Wachsen am anderen. Ja, ja, ja. Nicht nur ein sich verändern am anderen. Oh ja, das stimmt, im besten Falle schon. Ja, ja, ich führe ja wahnsinnig viele gerne politische Streitgespräche in meiner Beziehung. Genau, ich habe hier gerade noch einen Blick auf den Chat geworfen. Da ist allerdings im Augenblick ist das nicht sehr wach und sehr aktiv. Genau, nun sind wir hier in einem Literaturkanal und es gibt ja einige sehr prominente Beispiele, in denen sich die Literatur um Selbstentfremdung dreht. Mir fällt da persönlich Kafkas Verwandlung zum Beispiel ein, der ja quasi die Personifizierung der Selbstentfremdung ist. Fällt euch, also gibt es noch andere Werke, die jetzt mir nicht gerade auf der Zunge liegen oder... Ich denke, alle Literatur ist letztendlich Selbstentfremdung oder sich erstmal von sich selbst zu entfremden, um dann vielleicht im besten Fall. Wahnsinnig schöner Gedanke, ja, um sich wiederzufinden. Oder ja. Weiterzufinden zu etwas, was vorher nicht war. Das stimmt, ja. Und man lässt sich auch auf etwas ein, das einen möglicherweise verändern, also seiner selbst entfremden kann. Katharina, du hattest dich noch gemeldet? Mir fällt bei jeder Frage zur Literatur immer die unendliche Geschichte ein. Der viel vernachlässigte zweite Teil der unendlichen Geschichte, in dem es ja im Prinzip darum geht, dass Bastian sich eine Welt baut, wie sie ihm gefällt und er mit jedem hanebüchenden, größten, wahnsinnigen Wunsch eine Erinnerung an sich selbst verliert oder eine Erinnerung aus seinem eigenen vorherigen Leben verliert. Stimmt. Bis er irgendwann auf seine basalen menschlichsten Bedürfnisse reduziert ist, quasi keine wirkliche Person mehr ist, um von dort wieder nach Hause oder wieder zu sich selbst zu finden. Steckt da eine Metapher drin? Also das Erfüllen der eigenen Wünsche erhöht uns aus? Ich fand an diesem Buch ganz interessant, dass die Wünsche, die er hat, alle extern, also von extern motiviert sind. Also es ist die eigene Großartigkeit,
zu untermauern oder sich selbst herauszustellen als jemand, der besonders gütig ist oder der besonders mächtig ist oder besonders kreativ ist. Und eben nichts, was aus ihm herauskommt, also nichts, wo er etwas geben kann, sondern es immer nur sagt, Dinge, die er bekommen will oder wie er gesehen werden will. Also wirklich eine Außenwahrnehmung, also eine Fremdwahrnehmung in diesem Falle, ja. Joshua? Also mir würde jetzt auch noch mein Lieblingsbuch tatsächlich einfallen, und zwar ist das von Dante Alighieri, Die göttliche Komödie. Okay. Weil in gewisser Weise, ich würde schon sagen, dass das auch eine Selbstentfremdung ist, weil der Hauptprotagonist Dante selbst betritt ja zunächst die Höllenkreise, wird dann zum Purgatorio, zum Läuterungsfeuer geleitet, alles komplett gereimt. Und am Ende gibt es dann die Dreifaltigkeit, die sich vereint. Also letzten Endes ist er auf einer Reise nach sich selbst. Und wenn ich, darf ich zu einem der Kommentare was sagen? Bitte. Also kam ja gerade die Frage von Cass Schwer, Selbstentfremdung. Cassandra. Hi Cassandra. Selbstentfremdung, ist das auch Teil von Realitätsflucht? Ich würde sagen, auf jeden Fall ist das auch ein Teil von Realitätsflucht. Das hat natürlich so eine negative Konnotation, Flucht, aber es muss ja nicht zwingend schlecht sein. Sondern wenn man sich dann in dem Fall selbst entfremdet, kann man ja, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, womit wir beim Philosophischen sind, auch wieder zu sich selbst finden. Also ich finde, auch ich fand auch gut, was Katrin gesagt hat mit dem Schreiben. Letzten Endes, wenn man schreibt, entfremdet man sich ja auch in gewisser Weise. Und wir haben nochmal diese negative Konnotation entfremden, dass viele denken dann, das muss was Schlechtes sein, muss aber vielleicht gar nicht. Sondern wir versuchen, aus der Realität zu entfliehen, um dann aber wieder auch dann, wenn wir in die Realität zurückkommen, vielleicht etwas gewonnen zu haben, etwas gelernt zu haben. Also ja, muss aber nicht immer schlecht sein, würde ich sagen dazu. Oder wir wollen hinterher die Realität verändern. Oder das. Stecken gerade zwei ganz spannende Dinge drin. Katrin sagte vorhin, ist das nicht immer ein Teil von Literatur, diese Selbstentfremdung? Und das verknüpft gerade, finde ich, aufs Wunderbare, Katharinas kurzes Gespräch über die Heldenreise. Denn die Heldenreise ist ja, und bei Goethe würden wir das Entwicklungsroman nennen, ist ja eigentlich so strukturiert worden im Ansinnen, dass der Held, der diese Reise zu dieser Reise aufbricht, sie nicht auf dieselbe Art und Weise beendet, sondern sich zwischendurch verändert hat. Also eigentlich ein Stück weit seiner selbst und seiner alten Identität entfremdet hat und dann zu einer neuen gefunden hat. Das ist eigentlich für uns auch das Merkmal von guter Literatur, oder? Ja, sicher. Ja, so wunderbar. Wohlgemerkt, sowohl im Schreiben als auch im Rezipieren. Im Rezipieren, magst du das erläutern? Die Bücher, die mir am meisten nachhängen, sind die Bücher, die etwas tief in mir bewegt haben, die etwas in mir verändert haben, die meine Sicht auf etwas geschärft haben oder mir einen Blick in eine Person ermöglicht haben, die ich so nie gehabt hätte. Aber dem ist eine kleine Selbstentfremdung vorangegangen. Ja. Natürlich, ist natürlich die Selbstentfremdung notwendig, um sich so tief in diese Person überhaupt einfühlen zu können, um mit ihr zu leiden, um sie zu verstehen, um nachzuvollziehen, wie das ist, ganz klar. Ich sehe die Selbstentfremdung jetzt schon anders als zu Beginn dieses Gesprächs. Das finde ich wirklich ganz spannend, denn tatsächlich war ich geistig noch nicht dort, wo ich tatsächlich ja jedes Buch, das ich schreibe oder lese oder bewerte, das mich anfasst auf irgendeine Art und Weise, ist natürlich ein kleines bisschen Selbstentfremdung in der Tat. Blechpirat fragt im Chat, ist ein gutes Buch eines, das indem man sich als Leser eben selbst entfremdet. Ist das wirklich das Merkmal von guter Literatur? Ich glaube, das hat die Katharina gerade beantwortet. Ja, ne? Eigentlich schon. Zumindest sind es die Bücher, die mir nachhängen. Ich tue mich etwas schwer mit dem Begriff gute Literatur oder im Gegensatz zu schlechter Literatur. Ich auch. Vor allem, weil die Differenzierung gerne entlang von Genregrenzen vorgenommen wird, was ich ablehne. Ich bin ja auch der Meinung, dass es nicht weder aufs Format noch aufs Genre ankommt, ob etwas Literatur ist oder gute Literatur ist oder nicht. Und ich denke, dass verschiedene Leute sich von sehr verschiedenen Dingen berühren lassen. Das stimmt. Da hast du recht. Ja. Die Selbstentfremdung. Wir sind hier in einem digitalen Chat miteinander verbunden. Die Welt um uns herum technisiert sich gerade immer mehr, entwickelt gerade auch eine
manche sagen längst überfällige Form der Digitalisierung, andere Leute fühlen sich nicht so richtig wohl mit dieser Form der Kommunikation und sagen, sie flacht Diskurse ab, es kommt eine Dynamik zustande, die eben in einem ehrlichen Gespräch niemals entstehen würde. Werden wir über Online-Medien uns selbst fremd? Wie lest ihr das, Joshua? Ich würde sagen, teilweise ja und teilweise nein. Es ist ja immer der Unterschied zwischen bewusst etwas machen und etwas unbewusst machen, beziehungsweise denken, dass man es bewusst macht, aber letzten Endes ist genau das Gegenteil der Fall. Erst als Beispiel, das hatte ich auch vorhin in einem der kurzen Texte, Social Media ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, auch die Leute, die vermeintlich Gegner sind, kommen gar nicht mehr drum herum. Also sie beschäftigen sich auch gezwungenermaßen damit. Ich würde sagen, dass es Vorteile bringt, die wir auch als Schriftsteller und Schriftstellerin nutzen können, aber auch große Nachteile, weil es eben die Gefahr besteht, dass man sich selbst entfremdet, also dass man jemand anderes, sich als jemand anderes ausgibt, gerade wenn man jetzt auch vielleicht nochmal ganz kurz nicht auf die Literatur bezogen, sondern auch auf Persönlichkeit bezogen, dass man sich als wer anderes im Internet ausgibt. Und gerade auf Social-Media-Kanälen kann man nie so ganz nachvollziehen, finde ich, ist das jetzt die Person, die auch wirklich hinter dem PC steckt, hinter den Fotos, in den meisten Fällen vielleicht auch nicht. Deswegen ist das immer ein Geben und Nehmen, nichtsdestotrotz kann die Digitalisierung auch ein großer Vorteil sein, gerade auch was Buch, wenn wir jetzt mal zu den Büchern kommen, Buchpromotion angeht. Ich habe da auch selbst ziemlich gute Erfahrungen mitgemacht, jetzt zum Beispiel bei Instagram. War da vorher auch skeptisch, muss aber auch ehrlich sagen, dass das keine Selbstentfremdung dann gewesen ist, jetzt in meinem speziellen Fall, sondern eher was Positives gewesen ist. Kann natürlich auch das Gegenteil sein. Mhm. Katrin? Ich habe vor ein paar Tagen von einer Studie erfahren über junge Menschen und Einsamkeit. Und junge Menschen, die den ganzen Tag das Handy in der Hand halten und draufstarren und miteinander kommunizieren und so einsam sind, wie sie noch nie gewesen sind. Das heißt, es ist ein hohes Maß an Selbstentfremdung, was ich persönlich ganz absolut fürchterlich und schrecklich finde. Ich bin da jetzt sicher aus einer anderen Generation. Also ich bin in sozialen Medien nicht unterwegs. Ich habe nicht einmal ein Handy bis zum heutigen Tag. Ich brauche auch keins. Ich vermisse auch keins. Und ich kann das alles natürlich, ich habe auch Kinder, die natürlich unterwegs sind in den Medien und im Internet und so weiter und sich da auch natürlich ganz sicher bewegen können und bewegen sollen. Aber diese Selbstentfremdung, die dann zu einer so fürchterlichen Einsamkeit führt, wie sie offensichtlich so unter jungen Menschen noch nicht aufgetreten ist, vorher so klang das jedenfalls, die hat mich schon sehr stutzig werden lassen. Und da muss ich dann sagen, also ich ganz persönlich kriege dann meinen absolut großen Zahn und denke mir, Mensch, schmeißt diesen ganzen Scheiß einfach mal weg und schaut mal nach China, was vielleicht irgendwann mal auf uns zukommt, wenn wir so weitermachen. Ah, du meinst das Social Credit System in China? Ja, unter anderem Überwachung im weitesten Sinne und so weiter und so weiter. Also, ja, das Social Credit System in China ist ja die Gamifizierung der Gesellschaft, wenn man so will, mit Denunziationen und allem drum und dran. Der Witz ist, dass das dort, wenn ich das richtig verstanden habe, und ich bin echt keine Expertin, was China angeht, tatsächlich sogar eine Verbesserung zum Zustand vorher darstellt. Das macht mir ein bisschen Angst. Aber ja, also das ist, glaube ich, ein riesengroßes Feld mit China, über das wir hier jetzt nicht reden möchten. Auch die Einsamkeit ist ein großes Feld, ja. Ja, na klar, aber diese Selbstentfremdung über Technik, Katharina, wie siehst du das? Ich habe dazu keine klare Meinung, glaube ich. Ich tendiere immer dazu, die Dinge als natürlichen Schritt oder zumindest einen halbwegs evolutionären Schritt zu sehen. Wir haben uns das jetzt auferlegt und die Gesellschaft wird sich mit dem entwickeln, genauso wie meine Gesellschaft oder meine Generation sich mit dem Fernsehen entwickelt hat, genauso wie die Generation unserer Großeltern sich oder Urgroßeltern sich mit der Industrialisierung entwickelt hat. Die Gesellschaft verändert sich anhand der Gegebenheiten und die Menschen verändern sich anhand der Gesellschaft oder anhand dessen, der Art, wie sie kommunizieren. Und ich tue mich schwer damit, das für mich irgendwie einzuordnen. Also Man kann das ja auch nicht so kategorisch über einen Kamm scheren. Ne? Das ist natürlich provokant. Ich glaube, dass wir
immer noch Herdentiere sind letztendlich, die in kleinen Gruppen, Familiengemeinschaften zusammenleben sollten oder uns so auf diese Art und Weise am wohlsten fühlen. Und ich bin mir nicht sicher, wie die Gesellschaft das durch die Medien spiegeln kann, also vor allem durch die sozialen Medien spiegeln kann. Ich denke, das ist so ein bisschen das, was wir heutzutage als Bubble bezeichnen. Mhm. Man hat halt so seinen Tribe, mit dem man einer Meinung ist, wo man sich kennt, mit dem man sich safe austauschen kann, ohne sich angegriffen zu fühlen oder ohne streiten zu müssen über jede Kleinigkeit. Die Breite der Kommunikation und wie viel tatsächlich an vielen Stellen passiert, und wir haben das ja gerade erst wieder gesehen mit dieser Alles-Dicht-Machen-Kampagne, wie auf einmal an vielen verschiedenen Stellen im Internet Herde entbrennen und sich gegenseitig befeuern mit Hässlichkeiten, aber auch mit vielen guten Argumenten. Ich glaube, dass einfach viel Platz ist, dass gerade im Internet viel Platz ist, um auf eine ganz andere Art und Weise zu sich zu finden, als dass unsere feste Bubble, die wir früher hatten, unsere Dorfgemeinschaft oder so jemals erlaubt hätte. Das stimmt. Und zwar auch das wieder was Positives. Ja, na klar. Also ich bin ja bei dir und auch bei Joshua. Ich bin ja auch sehr durchdigitalisiert und bin Facebook-Junkie, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das hat, also ich diskutiere ja viel mit Menschen, auch auf Social Media, und muss sagen, dass also das mit den Bubbles, das hat mich gerade nochmal zum Nachdenken gebracht, was du sagtest, weil wir haben unsere Bubbles, wir haben unsere Freundeskreise, wir tragen sie damit quasi in die Öffentlichkeit, und dort, wo diese Kreise kollidieren, da wird, also erstens wird durch dieses Hinaustragen in die Öffentlichkeit dieser Kreise erst einmal auch deutlich, was da draußen eigentlich für Menschen sind, weil das sind Menschen, die sich im realen Leben vielleicht nie begegnet wären. Und die begegnen sich aber plötzlich, die können sich begegnen, können sich gegenseitig lesen, weil alles quasi öffentlich ist. Und zweitens, dort, wo dann diese Kreise kollidieren, da kommt es dann zum Twitter-War oder zum früher hat man das Flame-War genannt auf Newsgroups. Ja, so alt bin ich. Und ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass sich der Diskurs gerade auch durch solche Medien wie Twitter wahnsinnig zuschärft und auch abflacht oftmals und dann daraus tatsächlich mehr Missverständnisse und mehr Entfremdung untereinander und auch Polarisierung von verschiedenen politischen Meinungen entsteht. Bin das nur ich? Ich glaube, was etwas ist, was wir neu lernen müssen, ist, dass wirklich jeder beitragen kann. Diskurse waren noch bis vor 10 Jahren sehr kuratiert von bestimmten Menschen, deren Meinungen eben gehört werden sollten und wollten und die sich gegenseitig auch die Öffentlichkeit gegeben haben. Und dadurch, dass so eine Basisdemokratisierung im Internet irgendwie stattgefunden hat, kommen jetzt eben auch Meinungen zu Wort oder werden gehört, die nie vorher gehört werden konnten. Und die vielleicht auch deswegen gerechtfertigterweise harsch sind an vielen Stellen. Gerade marginalisierte Gruppen, die nie gehört wurden, haben, finde ich, jetzt das Recht zu schreien. Solange es alles verbal bleibt, wohlgemerkt, und im recht sauberen Raum und so. Die Kürze, finde ich, ist immer das Problem. Es ist unglaublich schwierig im Schreiben und in der Kürze, die man hat, gerade auf Twitter, aber auch in anderen Medien, wirklich an den Kern von irgendetwas ordentlich ranzukommen. Ich würde sogar sagen, die Verkürzung. Oder das. Ne? Die Verkürzung von im Zweifel sehr differenzierten Argumenten und Sachverhalten. Also wir waren ja beim Thema vorhin stehen geblieben, dass Literatur eigentlich und auch in der Wandlung der Menschen uns im besten Falle sogar von uns selbst entfremdet. Und ich erinnere mich, ich gehe jetzt mal auf das Kafka-Beispiel ein, das ich vorhin vorgeschlagen habe. Ich erinnere mich ein bisschen, dass die Verwandlung von Kafka einerseits widerlich und andererseits sehr, sehr faszinierend.
fand. Und dass auch diese Endgültigkeit dieses Ablösungsprozesses und dieses Rauswurfs aus der Folge. Ne, wir erinnern uns, Kafka, also der, nicht Kafka, der Protagonist verwandelt sich ja im Endeffekt, und es ist jetzt interpretationsoffen, warum, in einen Käfer oder ein Viech, ich glaube, genau, Samsa, ich glaube, in einen Käfer. Und das ist eigentlich nur eine fleischgewordene Entfremdung, die ja längst, oder auch Selbstentfremdung, die längst stattgefunden hat. Auch dieser Mensch, und da ist eben die Parallele zu deiner Geschichte, Katrin, hat ja aufgehört, eigentlich für sich selber da zu sein und sich selber entfremdet, um für seine Familie zu sorgen und ganz viel soziale Leistungen zu erbringen, und hat in dieser Funktion auch funktioniert. Und jetzt kann er das aber nicht mehr aus Gründen, die naheliegend sind, wenn man sich in einen Käfer verwandelt, und wird im Endeffekt immer weiter ausgegrenzt aus der Gesellschaft. Und auch da wieder die Parallele zu deiner Geschichte, Katrin. Du machst das an dem Mutter-Tochter-Paar deutlich. Und das ist ja, ne, bei Kafkas Verwandlung ist es ein Schwesternpaar, also Schwester-Bruder-Paar, an dem diese Verwandlung oder Entfremdung sehr deutlich gemacht wird. Und da komme ich nochmal drauf zurück, was ich vorhin sagte, dieses Thema, dass diejenigen, die uns am nächsten stehen, eventuell diese Entfremdung auch am meisten mit befürworten oder am ehesten auch sehen. Das ist für mich auch ein Stück Wesen der Literatur. Also das Schildern von solchen Beziehungen. Warum gerade in der Familie, Katrin? Die Familie ist der Ursprung alles Bösen und alles Guten. Stimmt, wir können uns in der Familie mehr wehtun, als wenn Leute, ne, da gibt es ja diesen ganz direkten emotionalen Zugang. Wobei ich bei dem, um nochmal auf den Kafka zu kommen, ich finde diese Verwandlung in einen Käfer ja auch was Wunderbares. Findest du? Ich finde es super Ja, widerlich. ich finde das, nee, ich finde das überhaupt nicht widerlich. Ich finde das grandios. Ich finde das also das ist der Befreiungsschlag überhaupt. Wenn man, also Entfremdung führt mittels Metamorphose zur Befreiung. Also das kann man doch an diesem Text wunderbar sehen. Und dieses sich verwandeln in das, was die Menschheit fürchterlich findet. Du reagierst ja offensichtlich auch so, ne? Schrecklich, Käfer. Also für mich hat es was sehr Farbiges und Wahres und Echtes. Okay, Also, aber du wolltest nochmal auf Familie zurückkommen. Warum Familie? Nee, wolltest du nicht. Sorry. Es war ein Vorschlag des Gesprächs, aber tatsächlich ist das ganz spannend. Das heißt, du liest eigentlich die Verwandlung nicht als eine Entfremdung, sondern eine Selbstfindung. Ja, erstmal als Entfremdung, ja, wie ich es vorhin auch gesagt habe. Ich Und glaube, dann dass als immer als Findung. Entfremdung ist, dass immer als Entfremdung ist. Es ist ja letztendlich in den Märchen ja genau das Gleiche. Also du hast ja immer einen Menschen, der aufbricht und der fürchterliche Gefahren so, also sich zu verwandeln hat in dieses und jenes und das machen muss und das machen muss und das machen muss, um am Schluss dann eine Aussage zu treffen über sich selbst und über die Welt, die stimmiger ist, die besser zu seiner Identität passt. Ja, und vielleicht wird er dadurch ja auch wirklich dann Heil. heil, genau. Also wirklich etwas völlig anderes, als die Familie vorher an ihn an Bedürfnissen gerichtet hat. Das heißt, er erfüllt die Funktion nicht mehr. Spannende Interpretation, bin ich bei dir. Ich finde es trotzdem widerlich, aber ich habe auch eine Insektenphobie. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, und das nehme ich jetzt mal so als Abschlussmoderation sozusagen, als Ausgangsfrage, dass Bücher uns von uns wegtragen, genauso wie die Heldenreise den Helden von sich wegträgt. Die Frage ist, wie kommt man wieder zu sich zurück nach dem Lesen eines Buches? Muss man das überhaupt? Und
ist es immer gut, was da passiert. Ich erinnere mich, dass ich manche Bücher gelesen habe und hinterher wirklich in meinen Grundfesten erschüttert war, muss man sagen. Besonders als Jugendliche, die mich wirklich mitgenommen haben. Filme können das ja auch, gerade auch im jugendlichen Alter, ne? Oder Horrorszenen oder sowas. Da wird es noch deutlicher. Wie machen wir das? Oder was ist das für ein Prozess, der da stattfindet, Joshua? Ich würde sagen, das ist ein natürlicher Prozess und dass es auch ganz legitim ist, sich nach einem aufregenden Buch, nach einem aufregenden Film dann erstmal so bewusst zu werden, was man gerade verarbeiten musste. Mhm. Ich bin aber auch der Meinung, dass man im Prinzip abwarten sollte und dass das dann der Körper und das eigene Selbst so gesehen verarbeiten kann, ohne dass man sich zu viele Gedanken darüber machen muss. Ich habe auch, ist jetzt nicht so lange her, aber auch vor, in meiner Jugendzeit habe ich auch Bücher gelesen, die mich sehr bewegt haben, aber ich habe das immer auf mich zukommen lassen. Ich habe da nicht gesagt, oh, jetzt bin ich in der schlechten Stimmung, das heißt, ich muss jetzt auch in den nächsten 2, 3, 4, 5 Wochen in der schlechten Stimmung sein, sondern für den Moment ist das gut, das Gefühl, was man hat, und dann macht der Körper automatisch weiter. So würde ich das sehen. Ja, optimistisch. Ja, das hat doch was gut. Ich bin ein optimistischer Mensch, deswegen ist das so meine Einstellung. Klar kann man das immer anders sehen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man danach einfach, also einfach in Anführungszeichen, weitermachen kann und sollte. Das ist alles ein natürlicher Prozess. Ein Flow. Also eine Art Integration von dem, was man erlebt und gelernt hat, in die Selbstwahrnehmung sozusagen. Richtig, also dass alle Einflüsse, um das final zu sagen, alle Einflüsse, dass man die auf sich zukommen lassen soll, die werden verarbeitet, dass man dann aber auch dann moving forward, wie man so schön sagt. Ja, das wäre so meine Sicht. Man kann aber auch, wie Lena sagte, völlig aus der Fassung gebracht werden. Also das gibt es schon auch. Sind nicht alle so, dass sie dann gleich wieder auf die Beine kommen. Nee, das ist klar. Deswegen, also es ist wie alles im Leben, es hat eine positive und eine negative Seite. Ja, aber die Frage ist, ob man dann diese Bücher auch wirklich zu Ende lesen muss. Das geht eigentlich mehr an Lena. Wenn ich jetzt ein Buch vor mir habe, was mir wirklich nicht gut tut, also wo meine Entfremdung derartig weit getrieben wird, dass ich überhaupt nicht mehr bei mir bin, dann ist die Frage, ob ich das muss. Ja, finde ich ganz spannend. Die Frage, die Gegenfrage, die ich stellen würde, kann man abbrechen? Also wenn mich ein Buch packt, dann ist das ganz schwierig. Ich breche zum Beispiel auch Filme ganz, ganz selten ab. Bücher glaube ich tatsächlich sogar eher, vielleicht weil das eher so in meiner gedanklichen Hemisphäre ist und Filme sind eher was Visuelles für mich. Aber also ne, ein Buch greift, wenn es mich ein Buch nicht greift, dann kann ich es gar nicht zu Ende lesen. Das fällt mir sehr schwer, muss ich sagen. Da bin ich auch durch Literaturstipendium, Studium ein bisschen wählerisch geworden, fürchte ich. Man verdirbt sich so ein bisschen durch die Analyse, den Analyseblick, den Genuss. Aber also ich kann manche Sachen kann ich ganz schwer dann wieder abbrechen, egal wie grässlich sie sind. Und gerade Kafka zum Beispiel, wenn ich mich recht entsinne, konnte ich nicht weglegen, weil das ja schon sehr packend ist, was da passiert, ne? Und wahnsinnig gut erzählt. Aber nee, natürlich muss man Bücher technisch nicht zu Ende lesen, wenn sie einem nicht gutieren oder nicht gut tun. Aber ich sag mir immer, wenn sie mich anfassen, also wirklich auch vielleicht auf eine negative Art und Weise anfassen, dann gebe ich ihnen auch erstmal eine Chance, diesen Änderungsprozess, also ne, was wir jetzt hier als diesen kleinen Selbstentfremdungsprozess des Lesens wahrgenommen haben, in mir zu bewirken und zu gucken, was es mit mir macht, also mich darauf einzulassen und genau wie bei Kafka, obwohl ich, wie gesagt, Käfer ziemlich unangenehm finde. Und das kann ein, da kommt gerade der Hinweis im Chat, wenn es denn Horrorfilme sind oder Gewaltdarstellungen, sicherlich auch irgendwann abstumpfen, denke ich. Ne? Oder man kann es lernen, mit solchen Szenen umzugehen. Und das ist ja so ein bisschen ein Sturm im Wasserglas, oder? Also so dieses ein Erlebnis in einem sicheren Raum, bei dem ich weiß, dass mir eigentlich nichts passieren kann. Oder passiert mir im Buch dann doch was? Wie sehen Katharina, wie würdest du das sehen? Ist ein Buch ein sicherer Raum in diesem Sinne? Also kann man da... Es gibt
das passt vielleicht nicht so richtig, aber es gibt bei Schauspielern diese Idee, dass wenn der Körper es macht, dann macht es auch die Seele. Das heißt, wenn man bestimmte Sachen spielt, dann macht das Gefühlsleben das mit. Mhm. Und man kann da nicht einfach wieder rauskommen. Vielleicht ist es bei Büchern nicht so, weil man so nicht so agiert, aber man ist in seinem Mindset ja oft dann so drin in dieser Geschichte. Mhm. Mir fiel gerade, als du sprachst, American Psycho von Bret Easton Ellis ein. Mhm. Das ja ein Buch ist, das voller Gewalt und schrecklicher Dinge ist und dann auch noch in der Ich-Perspektive geschrieben. Das heißt, man ist schon beim Lesen total reingezogen in diese Figur. Man erlebt die Gedankengänge dieser Figur 1:1 mit. Und es ist auf eine unglaublich fesselnde Art und Weise schrecklich. Es war auch eins dieser Bücher, das ich nicht lesen wollte und nicht weglegen konnte gleichzeitig. Und auch eins dieser Bücher, das bei mir geblieben ist. Ich denke, das ist vielleicht mein eigener Lesemasochismus. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich lese gerne Dinge, die mir sehr unbequem sind. Mhm. Die mich schmerzen, die mir wehtun, die mich dazu bringen, dass ich in einem vollen Zug anfange zu weinen. Solche Sachen. Aber das ist, ich denke, es ist eine schwierige Sache, gerade für Menschen, die vielleicht traumatisiert sind, die berühmte Triggerwarnung. Bei denen ist es natürlich was ganz anderes, wenn die durch das Lesen von irgendetwas retraumatisiert werden, auf eine Art und Weise, die dann tatsächlich nicht gut tut. Mhm. Und hoffentlich eine psychologische Begleitung haben. Das kann man dann ja nur wünschen. Wir alle. Ja, genau. Aber tatsächlich, das Abbrechen von Büchern ist natürlich insofern schwierig, als dass man ja gar nicht weiß, was dann kommt. Also ich kann die Filme, die ich abgebrochen habe, einer Hand abzählen. Es waren nämlich zwei, glaube ich. Das eine war aus Langeweile und das zweite war weil ich es nicht ausgehalten habe. Und ich gucke eigentlich keine Horrorfilme und es war auch keiner. Also ich weiß schon, dass ich keine Horrorfilme ertragen kann, deswegen schaue ich sie nicht. Das war, glaube ich, ach Gott, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber es ging um dieses Atom-U-Boot, das russische Atom-U-Boot, das irgendwann dann der Reaktor leck wird unter Wasser und sie können nicht auftauchen. Vielleicht fällt jemandem im Chat das Ganze ja ein. Und da wurden Leute, Hunt for Red October, dankeschön, der Chat ist zuverlässig, was das angeht, also die Jagd auf Roten Oktober. Und da werden Leute in den lecken Reaktorkern reingeschickt, in diese Strahlung reingeschickt mit einem Chemoanzug. Und jeder außer ihnen weiß, dass sie dadurch quasi sterben werden. Aber sie müssen es trotzdem tun. Sie müssen diese Leute da unwissentlich reinschicken, damit die anderen wenigstens überleben können. Und das war für mich so unerträglich, dass ich wirklich gesagt habe, ich kann das nicht weiterschauen. Und es ist ein grandioser Film, wirklich wahnsinnig gut gemacht, sehr eindringlich. Ich konnte es trotzdem nicht weiterschauen. Und der Mensch, mit dem ich den geguckt habe, der sagte dann, du, das war die schlimmste Stelle, danach wurde es besser. Und man kann ja von diesem Ende auch aufgefangen werden schlussendlich wieder. Ne? Also das kann einen ja dann zurückführen und so ein bisschen wieder in sich selber verorten, der Abschluss dann. Wenn man das dann verpasst, dann passiert das aber auch nicht. Ne? Joshua, war das eine Meldung? Nee, aber ich kann trotzdem wieder was dazu sagen. Gerne, ja. Also bei mir ist das ähnlich wie bei wobei ein bisschen anders vielleicht auch noch. Also Filme habe ich auch schon abgebrochen, einige, aber bei Büchern tatsächlich, ich habe noch bisher kein einziges Buch abgebrochen zu lesen. Ist wieder Ansichtssache, keine Frage, wie so vieles, aber ich finde, auch wenn das einen aus dem Sockel reißt und auch wenn man dann negative oder positive Gefühle empfindet, finde ich auch, gerade was du sagst, da stimme ich dir zu, dass das Ende ja nochmal eine ganz andere Wendung haben könnte. Deswegen, klar, ich habe auch einige Bücher gelesen, wo ich sagen würde, die sind schlecht gewesen, aber ich habe die trotzdem alle zu Ende gelesen. Mhm. Weil ich finde, das auch ist eine gewisse Respektsache des Autors gegenüber, dass man das zu Ende liest. Und dann kann man nämlich immer noch sagen, okay, das hat mir nicht gefallen oder das war so gut oder das war schrecklich, aber ich finde, es gehört dazu, dass man das zu Ende liest. Klar, kann ich das verstehen, wenn man emotional so extrem mitgenommen ist, dass man dann aufhören möchte, aber vielleicht ändert sich das ja auch noch dann. Mhm. Ja, Katharina? Du hast ja gerade auch gesagt, das Ende kann einen wieder auffangen. Im Idealfall ist es natürlich alleine schon nach der platonischen Theorie, der Dramatheorie und dann kommt die Katharsis. Aristoteles war es, nicht Platon. Und dann kommt die Katharsis. Genau. Und ohne die Katharsis ist die Geschichte natürlich auch nicht abgerundet. Und
wenn wir jetzt von Wirkung beim Publikum sprechen wollen, gerade bei Aristoteles geht es ja auch sehr um diese Entfremdung im Rezipieren der Geschichte und dieses Zurückführen durch die Katharsis, durch dieses Ausleben des Affekts. Mhm. Wahrscheinlich ist da schon wieder mal in der Antike der erste Grundstein gelegt für genau diesen Effekt, diesen sich verlieren in der Geschichte, um am Ende wieder zu sich zurückzufinden. Ja, man wird auch so ein bisschen geleitet, ne? Ja, ja. Finde ich schon, ja. Hier im Chat wird gesagt, dass die Bücher zu Ende gelesen werden aus Respekt des Geldes, das man für sie bezahlt hat. Das ist natürlich auch eine Einstellung, das war humorvoll gemeint, glaube ich. Katrin, möchtest du dazu noch was sagen? Sonst würde ich so ein bisschen abschließen. Gut, wunderbar. Dann danke ich zunächst ganz herzlich Katrin Groß-Striffler, Joshua Klausnitzer und Katharina Glück. Der Applaus, der hoffentlich im Chat jetzt aufbranden wird, gehört euch. Ich danke auch dem treuen und aufmerksamen Publikum. Sven, du bist laut. Ach, das ist der Applaus ist gekommen. Ich verstehe, ja. Dankenswerterweise blendet unsere Technik gerade Applaus ein. Er macht auch darauf aufmerksam, dass ich wie üblich fast vergessen hätte, Sven J. Olsson an der Technik zu danken. Vielen Dank dafür. Aber wir haben auch tatsächlich Applaus im Chat. Hallo Peter, tschüss Peter, muss man sagen. Nochmal danken dafür, für diese Gesprächsrunde. Ich weise nochmal darauf hin, dass hier am nächsten Dienstag im Kanal des VS Hamburg eine Diskussionsrunde zu 1700 Jahre Juden in Deutschland stattfinden. Allerdings, wie gesagt, auf dem Kanal des VS Hamburg. Und nächste Woche ist die Woche der Meinungsfreiheit und wir machen hier drei Veranstaltungen zum Thema Meinungsfreiheit in der Türkei am Mittwoch. Was, wenn das Wort nicht frei ist, ist diese Donnerstags-Onlesung hier nächste Woche. Und am Freitag sprechen wir über die Meinungsfreiheit in Belarus und in Eritrea. Genau. Dienstag, 20.15 Uhr. Eigentlich fast alle Veranstaltungen um 20.15 Uhr, glaube ich. Das war ein sehr, sehr interessanter Abend. Ich bedanke mich nochmal in die ganze Runde und wünsche einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Ebenso.